Das L86 LSW ist das erste leichte MG im Spiel. Es ist vollautomatisch und direkt zu Beginn verfügbar. Der Schaden ist recht gering, bleibt aber relativ konstant auf eine gute Distanz. Innerhalb der effektiven Reichweite sind 3 Treffer erforderlich oder gleich 2 Volltreffer. Die Schussrate liegt bei ansehnlichen 800 Schuss pro Minute, was über dem Durchschnitt der LMGs liegt und schnellere Abschüsse im Nahkampf sichert. Der Rückstoß ist relativ gering und er lässt sich gut durch das Feuern in kurzen Stößen kontrollieren. Das Zielen ist mit 380 Millisekunden etwas schneller als der Durchschnitt bei den LMGs. Die Magazinkapazität entspricht dem Standard der LMGs und sie wird von keiner anderen Waffe außerhalb dieser Klasse erreicht. 100 Schuss insgesamt. Das Nachladen geht mit 3,76 Sekunden überraschend schnell. Nicht ganz so schnell wie manche andere Waffen, aber bei so viel Kapazität ist das relativ egal. Unsere L86 LSW-Klasse ist rein auf eine Defensivrolle ausgelegt. Die LMGs sollen Bereiche abriegeln, was dank großer Magazine und konstantem Schaden auf große Distanz gelingt. Treffer ist eine gute Fertigkeit für das L86, da sie den Schaden selbst beim Feuern durch dünne Deckung erhält. Dazu kommt das große Magazin des L86, so können sich ihre Feinde nur schwerlich verstecken. Bei den Aufsätzen bietet der Griff eine Rückstoßminderung, ohne dabei Nachteile in Kauf zu nehmen. Die Waffe ist kontrollierbarer und man bleibt mit ihr auch auf Distanz besser auf dem Ziel. Wenn man lieber den Nahbereich aufwerten will, beschleunigt Schnellfeuer die Schussrate und verkürzt die Zeit zum Ausschalten von Gegnern. Allerdings muss man häufiger nachladen und einen größeren Rückstoß bewältigen. Daher empfiehlt sich dies eher auf kleineren Karten. Bei den Extras ist Blinde Überwacher eine gute Wahl für alle Defensivklassen, da man für die Luftunterstützung unsichtbar ist und so leichter in Außenbereichen agieren kann. Das Visier ist ebenfalls eine logische Wahl, da es vor Explosivschäden schützt und mit der Pro-Variante vor Erschütterungs- und Blendgranaten. Lagebericht informiert über die Ausrüstung des Feindes, sodass man Kameraden vor potenziellen Bedrohungen warnen kann. Und die Pro-Variante macht die Schritte von Feinden in der Nähe lauter. Das L86 LSW ist eine ideale Waffe für defensive Spielstile, wie eigentlich alle LMGs. Dank der hohen Kapazität können viele Gegner ohne Nachladen ausgeschaltet und der Feind generell gut in Schach gehalten werden. Solange man eine gute Position bezieht und von dort kontrolliert feuert, idealerweise aus dem Liegen, kann man jedem eine Portion Blei zukommen lassen, der einem nach dem Leben trachtet. Trotzdem kann man das Nachsehen haben. Unterwegs ist man verwundbar durch schnellere Feinde. Und die eigene Feuerkraft benötigt Vorbereitung und Zeit, bis sie effektiv ist. Trotzdem gibt es in der Defensive nichts Besseres als ein LMG. Und solange man eine eher stationäre Rolle ausfüllt, kann dieses Baby ziemlich kraftvoll zubeißen. Ja, genau nach dem Trailer und genau mit diesem Gerät, dem Leichtmaschinengewehr L86 LSW, machen wir heute weiter mit unserer sehr netten Serie. Wie auch immer die heißt, ihr wisst schon, mit jeder Tipps und Tricks mit jeder Waffe. Genau. Ihr kennt ja das Prinzip. Im Prinzip hat sich es jetzt nur noch geändert. Ihr kennt ja das Prinzip. Im Prinzip hat sich es nur noch geändert. Geiler Satz. Egal. Es hat sich geändert, eigentlich nur noch, dass ihr halt diesen Film seht, der eben gerade gelaufen ist, vor jedem Video. Damit ihr einmal seht, wie die Waffe gedacht ist zu spielen, dann werden wir uns die Klasse erstellen. Also meine Klasse zeige ich euch, wie ich die spiele. Es gibt manchmal Abweichungen, manchmal auch Übereinstimmungen mit dem anderen Video. Diesmal ist es beides mit drin. Danach gibt es ein normales Gameplay und abschließend kommt noch ein Live-Commentary. Und ja, fangen wir doch mal an mit der Klasse jetzt endlich mal. Da ist die Klasse. Ich habe sie endlich geschafft auf Gold zu spielen, deswegen kommt die auch etwas später. Das ist zwar ein bisschen langlebiger. Ich spiele sie hier mit Rückstoß und mit Griff. Fangen wir mal an. Ihr könnt eigentlich ziemlich viele Sachen wählen. Ich finde Rückstoß am sinnvollsten, weil ich auf weite Distanz Tropfen gerne ganz schnell Gegner weg haben will. Das ist ein richtiger Vorteil der Waffe. Und das kann man einfach so ein bisschen verstärken. Griff, entweder nämlich Griff oder Schalldämpfer, da, je nachdem nach Map gehe ich da immer vor. Griff noch weniger Rückstoß, das heißt, ich kann richtig schön weit schießen. Und Schalldämpfer ist genau dasselbe, nur eher für kleinere Maps ausgelegt. Weil dann ganz einfach auf näherer Distanz sieht man halt einen auf dem Radar nicht und generell finde ich das auf naher Distanz besser als Schalldämpfer. Als andere könnt ihr nehmen, ich finde die beiden Sachen am besten. Rohpunkt finde ich jetzt nicht so geil, ihr könnt aber natürlich auch das Rohpunktvisier nehmen. Ja, Tarnung und Gold natürlich. Ich habe als Sekundärwaffe einen Stinger mit dabei, allein
Warum rede ich heute so leise? Egal, ich habe einen Stinger mit dabei, eine Secondary-Klasse, Sekundärwaffe, weil ganz einfach, ich brauche keine Secondary-Waffe bei der Waffe und dann habe ich einfach Stinger genommen, damit ich ein bisschen die Leute, die Sachen weggeilen kann, die mich da oben nerven. C4 oder Semtex nehme ich da immer. C4 finde ich besser, geiler. Tarwasser da nehme ich eigentlich immer mit. Fingerfertigkeit, weiß ich nicht, also ihr habt ja gesehen, dass die lädt für ein LMG relativ schnell nach. Ich habe es trotzdem genommen. Die haben da, glaube ich, blinde Bewacher vorgeschlagen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe hier schnell ziehen, damit ich ganz schnell ziehen kann. Ja, erklärt sich. Wie sie halt sich nichts von. Das war ja Abweichung zum Video eben. Und hier habe ich anstatt gleich Lagebericht, was ihr aber auch nehmen könnt, ruhige Hand genommen, damit ich ein bisschen besser sprayen kann, weil die Waffe kann auch ganz gut sprayen, habe ich rausgefunden. Angriffspaket habe ich Specialist, spiele ich immer mit, also nicht immer, aber meistens mit. Auch Abweichung, da hatten die ja das Unterstützungspaket genommen. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen sehe ich das genauso wie die im Video, wenn man die benutzen sollte. Ja, und genaueres zu den Tipps und der Benutzung der Waffe sehen wir gleich im Gameplay. Und ganz einfach machen wir das, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder mit dem Gameplay, das aufgenommen ist. Ich bin aus dem Kinomodus, aber das ist ja in Ordnung, weil der MW3-Kinomodus ist ja nicht so ganz verkackt wie der aus Black Ops. Und ja, da sehen wir gleich den ersten Tod von uns. Oder den zweiten. Wie kann ich gerade mal gucken? Ach nee, ich kann es nicht gucken, das geht hier nicht. 0-2, also ich bin reingejoint. Ihr seht, 400 Punkte schon der erste, ich bin gerade reingejoint. Und ich habe 0-2 am Anfang. Warum zeige ich jetzt das Gameplay? Also ich fand das... Also ich kann schon mal vor Ort sagen, ich werde das noch locker nach Hause holen, das Ding. Und beim Stand von 400-0 am Anfang, das ist ein 8 Kills Vorsprung mit einem LMG dann noch zu gewinnen. Das bedeutet, ich muss rushen. Und ich werde rushen, deswegen ist das Endscore jetzt nicht so heftig. Vor allem nicht, wenn man jetzt mit 0-2 ist. Am Ende ist rausgekommen, ich glaube ein 30-16. Ist aber für Gerusche, finde ich, für die Waffe gut. Und vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Waffe lieb gewonnen in der letzten Woche, als ich sie spielen durfte. Ich habe richtig Spaß an der Waffe. Ich glaube, jetzt kommt gleich so eine Szene auch hier. Nee, die ist es jetzt nicht, oder? Doch, glaube schon. Jedenfalls macht das richtig Spaß, mit dieser Waffe zu spielen. Hätte ich die noch gekriegt, dann wäre das richtig geil gewesen, übrigens. Ja, also ich liebe diese Waffe. Und jetzt in Gold, ihr seht ja gleich, wie die Gold... Also in Gold sieht die so geil aus. Ne? Ja, gut. Dann, wenn ihr auf das Gameplay guckt, werde ich jetzt ein paar Tipps dazu sagen. Aber wahrscheinlich anhand des Gameplays werde ich es gut erklären. Ihr seht, ich habe... Ja... Wurde geschrottet. Ihr seht, ich habe keinen Schalldämpfer drauf, oder? Hätte ich eigentlich auf Harte drauf gemacht, eigentlich noch mein Wissen nach, aber habe ich dann wohl vergessen. Passiert ja auch manchmal. Ja, keinen Schalldämpfer drauf. Dann habe ich den Griff wahrscheinlich. Also, ich spiele ohne Visier, das finde ich, weil ich komme mit dem Irons halt sehr gut klar. Ihr müsst das selber für euch entscheiden. Wenn ja, würde ich eher das spielen, weil dann gibt es sinnvollere Sachen wie Griff oder Schalldämpfer, wie ich gerade erzählt habe. Erweiterte Magazine ist überhaupt nicht nötig, da es 100 Schuss hat und nie im Leben ihr zu wenig Muni in der Magazin habt. Immer gleich das Trappere da hinlegen und dann ein bisschen stationär abzuwarten. Genau wie es im Video empfohlen wurde. In dem Erklärvideo. Da war wieder der Typ mit der Spaß. Duckman. Duckman 12. Oha. Gut, kommen wir jetzt weiter zum Tipps. Ich würde euch sagen, ja, wirklich ohne Scheiß, während ihr rusht, also es ist schon halb rusht, dieses Gameplay, aber wenn ihr rusht, dann müsst ihr extrem vorsichtig sein und vor allem sprintet nicht so viel, das ist meine Erfahrung. Ihr solltet nicht so viel sprinten, weil dann habt ihr viel, also ihr müsst dann viel länger, bis ihr dann zielt und wirklich dann erwischen noch viel mehr Leute. Bleibt eher wirklich an einem Punkt, dann habt ihr viel bessere Chancen. So wie ich jetzt da bleibe, dann kriege ich viel mehr Kills, als wenn ich dann vom Spawn wieder dahin laufe. Dann werde ich immer gestorben. Dann werde ich immer gestorben, genau wie vor dem Typ, wurde ich gerade gestorben. Ja, also stationär sein, am besten Griff oder Schalldämpfer würde ich euch jetzt empfehlen. Und Rückschuss als Fertigkeit würde ich auch nehmen, damit das einfach ein bisschen weniger Rückschuss ist. Kleiner Leck, egal. Bitte das um Entschuldigung. Ja. Gut, weiter geht's. Kommen wir, ich denke mal, jetzt, also Angriffspaket, denke ich mal, ist jetzt wirklich egal, was ihr da nimmt. Ihr könnt genauso gut Sturm nehmen wie Specialist. Ich persönlich sehe bei Specialist das so, dass ihr dann ja halt alle Perks kriegt und alle Fertigkeiten und das, ich finde das einfach gut. Und dann werde ich einfach viel besser und dann, ich brauche keine Streaks, ich brauche eher gutes Gameplay. Und ja. Dann lege ich hier wieder auf Specialist. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Ihr könnt Specialist hassen, ist ja nicht schlimm, denke ich. Ja, und ihr seht schon mal am Punktestand 1000 zu 1050. Ich habe schon gut aufgeholt. Ja, Splittergranate ganz einfach deswegen, weil ich denke gerne, also die kann man ja in Black Ops zwar nicht so weit werfen, aber in MW3 schön weit und deswegen nehme ich die doch manchmal mit anstatt das C4. Ja,
Gut, jetzt weitere Tipps zur Waffe selber. Eigentlich gibt es gar keine Tipps. Ihr könnt nicht viel falsch machen, wenn ihr auf jeden Fall Griff und Schall, Griff oder Schalldämpfer nimmt und halt Rückstoß. Habe ich aber schon dreimal gesagt. Ihr könnt natürlich auch Stabilität oder Tempo. Tempo zum Beispiel ist auch eine gute Fertigkeit. Da braucht ihr keinen Stalker. Weil es ist im Prinzip das genau dasselbe. Könnt ihr auch nehmen. Und ich überlege gerade, was schnell. Ach ja, genau. Ich wollte nochmal zum Punkt Schnellfeuer aufgehen, was sie da im Erklärungsvideo aufgeführt haben. Ich, ganz ehrlich, würde niemals. Also, ihr könnt es gerne ausprobieren, ob ihr das haben wollt. Aber ich würde nicht Schnellfeuer wechseln. Ich wollte es mal ausprobieren. Das wird aber schon voll geil, habe ich so gedacht. Die hat schon eine hohe Feuerrate genug, das ist schon die höchste der LMGs. Und das noch zu erhöhen, würde einfach nur dazu führen, dass der Rückstoß ungefähr 10-mal so hoch ist. So ein Scheiß, wenn ihr 2 Sekunden gerade ausschießt, dann seid ihr auf einmal 5-mal so hoch. Das ist echt heftig. Und den habe ich weggekriegt, obwohl ich nichts gesehen habe. Das fand ich ganz lustig. Also wirklich, Schnellfeuer kann ich nur von abraten. Auch mit Schalldämpfer so, da geht gar nicht wirklich. Ohne Scheiß. Genau, was ihr noch nehmen könnt, ist Aufsätze und dann, ich hab's mal ausprobiert mit Drohpunkt, Schalldämpfer würde auch gehen, oder halt mit Griff und Schalldämpfer würde auch gehen, da habt ihr auch Rückschuss und Schalldämpfer, ist aber selber, als wenn ihr Rückschuss und Schalldämpfer nehmen würdet, wenn ihr mich versteht. Deswegen, ihr habt eigentlich relativ viel Spielraum, was ihr macht, solange ihr die richtigen Items nehmt. Also, man kann mit der Waffe mehr falsch machen, als bei zum Beispiel bei der ACR. Wirklich, man kann da viel falsch machen, aber wenn man die richtig einsetzt, ist die eine richtig starke untergeschätzte, kann man so sagen, unterschätzte, genau so heißt das. Unterschätzte Waffe, und wenn ihr die nimmt, spielt die mal aus. Also mir macht die sehr viel, spielt die mal aus. Probiert die mal aus, meine ich natürlich. Probiert die aus und sagt dann selber, wie ihr sie findet. Ich persönlich bin sehr Fan geworden von der Waffe und es macht einfach Spaß, sie zu spielen. Und war das nicht ein geiler Abschluss, klingt ganz ehrlich. Guckt es euch nochmal an und wir sehen uns gleich wieder im Live-Commentary oder kurz vor dem Live-Commentary. Bis gleich! Und da bin ich auch wieder jetzt bereits im Live-Commentary. Ich freue mich schon richtig, jetzt euch die Waffe in Gold auch noch zu zeigen. Und ich werde sie spielen als meine Lieblingsart. Also, ups, genauso wie ich sie hier habe, denke ich mal. Oder ich ändere noch schnell auf Schalldämpfer, wenn ich das will. Wir suchen natürlich wieder frei für alle, weil das spiele ich momentan immer noch nur noch. Okay, wisst ihr was? Weil wir es nur noch spielen, wir suchen jetzt einfach mal eine Runde. Was geht denn relativ schnell? Ja, scheiße, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich habe schon geguckt, das Video ist schon relativ lang. Deswegen lass uns eine Runde Team Deathmatch suchen. Oh, ne, war nicht so. Live-Team Deathmatch habe ich auch noch nicht gemacht, glaube ich. So, ich guck gerade mal. Sollen wir die jetzt so lassen? Ja, ich denke, denn notfalls kann man sie auch so. Ja, auf Terminal würde ich sie sowieso so spielen. Oder was kann man noch ändern? Ich guck gerade mal. Was könnte man denn hier noch machen? Plünderer. Ach komm, wir kriegen eh Specialist. Nein, denke ich nicht, aber. Alter, halt mal den. Ach, scheiße. Okay, wir können uns nochmal kurz die wöchentliche KD angucken. Ich habe aber auch mit Sniper gespielt, weil. Also dazu später mehr. Bleibt nochmal dran, das ist wichtig, später das zu wissen. Das kommt nach dem Live-Commentary, was ich noch was erzähle. KD ist damit nur 1,04, bin ich ein bisschen enttäuscht drüber, aber es hat auch andere Gründe. Erkläre ich nachher. So. Und 5, 4, 3, 2, 1. 0. Ach ja. Ich persönlich bin Terminal-Fan, aber jetzt. Also, es gibt Leute, die diese Map mehr lieben als ich. Also, ich finde die geil, aber jetzt nicht. Also, ich würde dafür nichts bezahlen. Ganz ehrlich. Würde ich nicht. Dazu ist sie. Weiß ich nicht. Würde ich nicht machen. So, L86. Da zieht sie euch rein in Gold. Ist das nicht ein Hammer-Ding? Also, ganz ehrlich, ich finde das Ding so geil in Gold. Das sieht so episch aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, ey, ganz ehrlich. Sieht so geil aus. Ah, so. Okay, ran an den Speck jetzt erstmal. So, ein Gegner. Scheiße. Ich hatte doch gesehen, warum schießt ich denn nicht, ey? Oh, ich wusste es. Okay, ganz ruhig. Was war das denn? Hat der noch irgendwelche andere Probleme? Anscheinend nicht. So, jetzt erstmal ganz ruhig hier hin. Gut, Sniper ist da jetzt nicht mehr. Fuck, ist da hinten Sniper. Gut, dann spawnen die jetzt bestimmt alle da.
war das denn? So, den haben wir. Hier ist irgendwie keiner gerade. Komm, wir gehen mal runter. Ah, die sind alle dann in diesem Gebäude drin, fällt mir gerade auf. Okay, dann gehen wir von oben rein. Das war mal geil, Mann. Schnell hier hinter. Ist der auf dem Flügel oder was? Ah, ne. Einfach zu inkompetent, den zu sehen. So, jetzt hier rein ins Flugzeug. Vorsichtig sein. Eigentlich sollte man ja stationär sein. Ich will jetzt aber mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die bewachen. Oh. Okay, die sind stationärer als ich. Die mache ich jetzt fertig, ey. Das ist das nämlich jetzt persönlich. Ohne Scheiß jetzt. Oder auch nicht. Ich habe jetzt sowieso keine Chance gegen diese Super-Duper-Camper. Oh, Double-Abschuss. Da kam noch einer. Haben wir gesehen? Oh, Mann, ey. Oh Gott, ey, die campen alle. Ach, das ist nicht nur normal. Leckt's jetzt oder was? Ja, ich habe eine Verbindung, wunderbar. 8 zu 5 ist ja auch nicht so jetzt die pralle Sache. Aber. Die campen alle zusammen, ist das heftig, Mann. Die laufen alle zusammen rum. Da auch schon wieder. Das ist echt heftig. So solche Team-Deathmatch-Spiele. Also ey, ich meine, sowas habe ich noch nie gesehen. Okay, oder selten, sage ich jetzt mal. Noch nie wäre gelogen. Noch ein Nachladen, weil wir sowieso wieder alle wegmachen müssen. Oh Gott! Wo war der? Oh, dieser Teddy-Streak, ne? Außerdem habe ich gerade eine relativ schlechte Verbindung. Aber das habe ich immer. Aber ganz ehrlich, das Ding sieht so geil aus im Gold, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich mir das antue. Die Serie besagt nicht, dass ich jeder Waffe in Gold spielen muss. Aber ich habe irgendwie das Drang, den Drang dazu. So, und das passiert, wenn ich eine relativ schlechte Verbindung habe. Habt ihr es gerade gesehen? Und so geht es mir dann, ehrlich gesagt, mal eben so. Naja, ein Drittel ist übertrieben, aber ein Viertel der Spiele der Woche ist, sind dann doch schon mal so. Oh Mann, ey. Und dann noch eine KD von 1,04 zu machen, ja, also ist jetzt nicht das Beste, aber auch nicht garantiert nicht das Schlechteste. Oh mein Gott. Ich gucke mal auf die Verbindungen, um zu wissen, ob ich eine 3er-Verbindung habe, weil das ist mindestens ein, um ein gutes Gameplay zu spielen. Habe ich aber garantiert nicht dauerhaft. What the fuck? Ey, Alter, wenn der. Der hat auch noch Attentäter, dieser. Oh Mann, ey. Egal. Sei es drum. Hat er gerade mal. Aber egal. Jedenfalls guckt euch das mal an, das sieht richtig geil aus. Und jetzt wollen wir mal kurz gucken. Also, ich habe meine eigenen Tricks jetzt nicht angewandt, weil ich wollte ja ein bisschen waschen, um euch ein attraktives Gameplay zu bieten. Aber leider ist der Score unter aller Sau. Egal. Deswegen machen wir jetzt mal die Taktik mit dem. Stationär bleiben, also ein bisschen campy. Klappt schon etwas besser, aber das sind 2 Kills, also von daher. Ich bleibe jetzt mal hier so. Oh scheiße, ich habe vergessen, dass ich Stalker bekommen habe, dann ist das total abgegangen. Oh Mann. Hätte ich gerne noch gehabt, den Final Kill. So, 18 zu 13, ja. Mittelmäßig, aber ihr habt gesehen, die in Gold, ihr habt die Tipps bekannt, befolgt sie und ihr werdet gut. So, und abschließend muss ich halt noch ein paar Worte sagen, aber dafür gehen wir jetzt erstmal wieder zurück ins Hauptmenü, weil wir diese nervigen Terminalgeräusche nicht hören. So, alles klar. Das Live-Commentary war immerhin besser als die davor, würde ich mal so behaupten. Irgendwann wird nochmal ein Live-Kommentar kommen, wo ich richtig abgehe. Ja, da freue ich mich schon drauf. Irgendwann in der Serie wird es sein, weil wir haben 33 Waffen und haben bis 3, das heißt 30 Wochen noch. Ich versuche jetzt erstmal vorerst, ich habe jetzt Ferien. Das heißt, ich mache jetzt viel für YouTube in den Ferien. Und das heißt außerdem, dass ich eventuell mehr als einmal in der Woche
ein MP3-Video mit der Serie hochladen kann. Das heißt, dass wir das Ganze ein bisschen verkürzen. Aber dafür muss ich die auf Gold spielen, weil ich mir selber so ein Ziel gesetzt habe. Wenn ich es mal nicht schaffen sollte, vielleicht mache ich auch mehrere Videos, wo die nicht ganz auf Gold sind, muss ich gucken. Ja, entweder mache ich ein paar mehr, aber erstmal auf jeden Fall eine Woche, ein Video pro Woche habe ich mir so festgelegt, auf jeden Fall. Das kennen wir ja bisher. Deswegen lass uns jetzt als allererstes erstmal festlegen, welche Waffe. Ganz ehrlich, ich habe zuerst gedacht, ich nehme Sniper oder was weiß ich was. Aber ich bin dafür, dass ich die UMP jetzt erstmal auf Gold mache. Es ist jetzt nicht mehr viel für mich, auf Gold zu spielen. Aber gleichzeitig werde ich eventuell dann vielleicht zweimal Video was hochladen, glaube ich aber eher nicht. Ich glaube eher, dass ich bin nämlich gerade dabei, mitten in der Produktion einer neuen Sniper-Montage für MW3 diesmal. Das ist richtig aufwendig. Ich habe schon zig Stunden reingesteckt und bin noch lange nicht fertig. Und ich mache die diesmal richtig professionell, also richtig nicht, aber professioneller als die anderen. Und ich hoffe mal, dass ihr euch darauf freut und dass ich dann eher, also ich brauche noch ein paar Clips, dass ich dann eher mich drauf lege, mit der Klasse ein bisschen zu spielen. Deswegen würde ich sagen, ich mache die UMP auf Gold, gebe euch alle nächste Woche Tipps zu. Und aber dann spezialisiere ich mich eher auf die Sniper diese Woche, damit ich ein paar Clips für euch erstelle und dann halt die Montage schnell über die Bühne gehen kann, vielleicht in 2 Wochen schon draußen sein kann. Ja, also wir halten fest, UMP wird auf Gold gemacht und nächste Woche gezeigt. So, was gibt es jetzt noch für mich zu sagen? Eigentlich nicht viel, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche und was auch immer ihr noch macht, habt viel Spaß dabei und ja, bleibt gesund und außerdem noch, mehr nicht, das reicht ja schon. Gut Leute, wir sehen uns einfach wieder im nächsten Video, was ihr von mir guckt, ne? Sei es MW3, sei es ein anderes Let's Play, ich freue mich auf euer Feedback. Also, bis dann Leute. Tschüss.